E-Scooter-Verbot in Hamburger U-Bahnen. Die Hochbahn möchte ab dem 24. August die Mitnahme von Tretrollern mit Elektroantrieb verbieten. Hintergrund sind Fälle in beispielsweise Barcelona und London, in denen E-Scooter sich selbst entzündet hatten. In den engen U-Bahnen und den abgegrenzten Waggons sei das Risiko laut eines Gutachtens zu hoch, dass Fahrgäste durch eine mögliche Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden davontragen. Bis es eindeutige Sicherheitsstandards gibt, wird die Mitnahme von E-Scootern daher untersagt.